bist erstmals hier auf Hawaii, hast jetzt schon ein paar Trainingseinheiten hier absolviert. Wie sind die ersten Eindrücke? Ja, mir geht's sehr gut. Also ich habe mir das eigentlich genauso vorgestellt, wie es ist. Also ich bin fast überrascht, dass es ja eigentlich genauso ist. Also einerseits fühle ich mich schon sehr gut, aber gestern hatte ich zum Beispiel einen Lauf, da war es nochmal richtig, richtig hart, wo einem auch das Klima dann mal so richtig bewusst wird. Und bisher ist aber alles, also ich bin extra 2 Wochen vorher da hergekommen und habe die ersten Tage genommen, erstmal zum Ankommen, und ich denke, jetzt wird es jeden Tag ein bisschen mehr werden dann. Du hast schon die Bedingungen angesprochen. Ist der Respekt vor dem Rennen jetzt hier vor Ort nach diesen ersten Eindrücken kleiner oder größer geworden? Eigentlich gleich geblieben. Also als ich aus dem Flieger ausgestiegen bin, habe ich erstmal gedacht, ach, das geht doch eigentlich. Und dann bin ich übers Rollfeld gelaufen und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist doch ganz schön warm hier. Und ja, die ersten Einheiten, also Schwimmen und Radfahren, war eigentlich ziemlich, hat sich sehr gut angefühlt. Und gestern, wie gesagt, beim Laufen, da wird einem das dann schon, also es war dann auch in der Mittags so, um das mal zu spüren, einfach wie das auch ist, Mittagshitze, und da wird es einem dann schon bewusst, dass es wird ganz schön hart werden, ja. Im Tri2B-Interview Anfang September hast du uns erzählt, in Kona wird trainingsmäßig nichts mehr Ermüdendes gemacht. Kannst du einen Einblick in dein Taper-Programm geben? Das dürfte auch viele Age-Grupper hier interessieren, die hier in den kommenden Tagen ihr eigenes Taper-Programm abspulen. Ja, genau. Also ich habe eigentlich die Umfänge alle schon abgehakt, in Anführungsstrichen, als ich hier angekommen bin, und habe jetzt die ersten 2-3 Tage erstmal zum Reinkommen, also ganz ruhig, auch viel auf den Puls geschaut und ja, erstmal einfach nur locker bewegt. Also mein Trainer hatte sich vorher schon so ein bisschen was überlegt, dass das mit der Akklimatisierung schneller funktioniert. Also zu Hause durfte ich schon mal in warmen Sachen trainieren, und es war auch schon ziemlich unangenehm, aber hat mir, glaube ich, für hier jetzt wirklich viel geholfen, sich einfach schneller dran zu gewöhnen. Und ja, jetzt die nächsten Tage, also heute werde ich nochmal Wettkampfintervalle trainieren, aber einfach von der Gesamtdauer vom Training ist es nicht mehr so viel. Also es sind dann nur 90 Minuten mit 4x15 Minuten im Renntempo. Dann gehe ich nochmal eine halbe Stunde laufen, und also so die Dauer am Tag hält sich in Grenzen, also maximal 3 Stunden, also 2 Einheiten. Und ja, morgen ist immer ein kompletter Ruhetag, und es wird dann immer weniger, aber schon jeden Tag noch ein bisschen im Renntempo und einfach den Körper aktivieren. Zum Material. Du bist mit dem neuen Cube Aerium C68 unterwegs, das im Vorjahr hier noch als Prototyp bei Andi Rehlerts zweiten Platz erstmal zum Einsatz kam und ziemlich viel Beachtung fand dadurch. Wie viel Augenmerk schenkst du der optimalen Radanpassung und der Aerodynamik, und gibt es ein spezielles Kona-Setup an dem Rad? Also ich habe jetzt nichts mehr verändert seit dem Ironman Frankfurt. Ich bin noch einen Tick höher, einen halben Zentimeter, aber ja, habe an der Position sonst jetzt nichts mehr verändert. Und das Rad war einfach von Anfang an auch auf mich zugeschnitten. Und ich denke mal, dass der Andi damit Zweiter geworden ist, ist jetzt für mich auch kein schlechtes Omen. Und nee, es war einfach von Anfang an passend, und da habe ich jetzt nicht viel verändert. Ja. Du fährst sehr hohe Aerofelgen, auch am Vorderrad. Gibt es eine Alternative, sollte der Wind am Race-Day noch stärker vorhergesagt sein? Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Nee, ich fahre den Synthase-Lauf, Wettkampflaufradsatz, vorne 72, hinten 90, und bin damit immer sehr gut zurechtgekommen. Also auch auf Fuerteventura zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr wird, werde ich sehen. Aber ich denke, es ist vergleichbar, und da bin ich auch sehr gut mit klargekommen, und ja, ist für mich die optimale Kombination. Da bleibt es so. Du bist Profi-Triathletin und gleichzeitig Mutter. Dein Sohn ist auch hier mit dabei. Wie bringt man das erfolgreich unter einen Hut? Also jetzt hier auf Hawaii oder grundsätzlich? Also hier auf Hawaii bringt man das sehr gut unter einen Hut. Ich habe jede Menge Babysitter mit dabei, meine Schwester, mein Trainer, mein Freund, und morgen kommt noch meine beste Freundin, die ist gleichzeitig meine Physiotherapeutin. Und ja gut, zu Hause gibt es natürlich, ist es wie bei jeder anderen berufstätigen Mama auch, also natürlich einfache und schwierigere Phasen, aber hier ist es jetzt wirklich, also für ihn total schön auch, und für mich, ich hab ihn mit dabei, es holt mich immer so ein bisschen runter, und ja, er kommt nächstes Jahr in die Schule, und ich wollte es einfach, das kann man jetzt nicht jedes Jahr so machen wahrscheinlich, aber genau deswegen halt einfach nochmal mitnehmen, und das motiviert mich auch unheimlich, und ja.
Du hast selbst eine Top-15-Platzierung bei uns im Interview als Ziel ausgegeben. Wie sieht dein Siegerinnen-Tipp aus? Also bei den Männern denke ich auf jeden Fall Jan Frodeno. Wenn alles gut geht, also muss ja jeder erstmal ins Ziel kommen. Und bei den Mädels wird es, denke ich, zwischen Dani Rüff, Milza Hauschild und Mirinda sich, ja, wird's eng. Vielen Dank für das Interview und am Race Day viel Erfolg. Vielen Dank.